Auf dem König der Hessischen Berge, dem Hohen Meißner im Frau-Holle-Land, wurde früher Braunkohle abgebaut. Hier ist die sogenannte Halde, wo früher ein Bergarbeiterdorf stand mit mehreren Gebäuden. Erhalten geblieben ist dieses Haus, das jetzt von Hessen-Forst betreut wird. Da hinten ist der sogenannte Erbstollen. Erhalten. Für die vielen Besucher, die interessiert sind an der Geschichte des Hohen Meißners und des damaligen Bergbaus. Mit diesen sogenannten Hunden wurde die Kohle aus dem Stollen geholt. Der Erbstollen wurde 1628 angesetzt, wie es hier auch steht, durch Feuer verlassen 1780. Wieder aufgewältigt 1800 und ausgemauert 1820. Hier plätschert das Meißnerwasser und wird von hier kanalisiert. Uraltes Mauerwerk ist heute noch sichtbar. Interessant ist auch die Darstellung der verschiedenen Gesteinsformationen auf dem Hohen Meißner. Hier der Säulenbasalt, da hinten der normale Basalt, Sonnenbrenner nennt sich das Gestein. Oder hier Zechsteinkalk, exemplarisch hierher gebracht. Und hier die bekannte Grauwacke, wie man erkennt, 360 Millionen Jahre alt. Auch gibt es hier Gips. Interessanterweise auch Muschelkalb gibt es hier im Werratal. Und zum Schluss Buntsandstein und Quarzit, auch überall im Werratal im Bereich des Hohen Meißners anzutreffen. Haus Halde auf dem Hohen Meißner, ehemaliges Bergarbeiterdorf.